Das ist aber ein blödes Wetter. Da kann man ja gar nichts machen. Gottfried, hast du nicht vielleicht eine Idee, was wir bei diesem Sauwetter, machen könnten? Ja, naja, wir könnten rübergehen zu Benedikt und Alfonso und mit denen Malefiz spielen. Ne? Was hältst du davon? Das wäre doch eine schöne Idee, oder? Langweilig. Ach Mensch, dann erzähle ich dir eine Geschichte. Letztens hatten wir ja das Hexeninternat und dann erzähle ich dir jetzt die Fortsetzung, nämlich Aus die Maus im Hexenhaus. Na, ist das etwa auch noch langweilig? Nee, das ist eine tolle Idee. Na dann erzähl mal. Tja, ahoi, ihr alten Landrodden. Na, alles wie dem Schritt? Tja, ich, der Dragon, Mensch, ne, ich bin so happy, bei so einem tollen Wetter endlich mal Urlaub haben, ne? Tja, du, ich sag euch, dat tut not. Aber richtig original. Denn ich und die Walpurgia, Moment, wo ist die denn jetzt eigentlich abgeblieben, die olle Hex? Da guck ich mal durch mein Fernrohr. Ich meine, gut, oll ist sie nicht, aber eine Hex ist sie, ja. A ganz ausgefuchste. Tja, dann schauen wir mal. Was sehe ich denn da? Beim Klabautermann! Das glaube ich jetzt aber nicht. Da ist ja die Walpurgia und faked. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Aber die faked mit ihrem Flugbesen. Kann ich keinen normalen Besen benutzen? Mensch, also die haben sie ja wohl mit dem Hammerbeutel gepudert, wa? Also, ey, das ist nicht original, das geht nicht. Also, ob das Not tut, also das wage ich ja jetzt mal zu bezweifeln, nicht? Also, nee, also. Also da muss ich mal dahin und mit der Walpurgia ein ernstes Wort mal reden, ne? Muss mal Tacheles sein, jo. Tja, weil, das geht so nicht, ne? Tja, dann mal tau, ne? Tja. Walpurgia! Ach so, die hört mich ja von der Entfernung nicht. Dragon! Hallihallo. Das ist aber schön. Willst du mir beim Fegen hier von unserer Einfahrt helfen? Du, dey, nix fegen, du. Wieso? Willst mir nicht helfen? Ja, vielleicht nachher. Du, aber du kannst doch nicht mit deinem Hexenbesen fegen. Ja, mit was soll ich denn sonst fegen? Ja, mit nem Besen. Ist doch wohl klar wie Kloßbrühe, nicht? Du olde Lundrodde. Das tue ich ja. Siehst doch, dass ich einen Besen in der Hand habe. Und einen richtig schönen. Tja, aber das ist doch dein Flugbesen. Kannst keinen normalen Besen benutzen? Ach so, meinst du das? Ja, hast du eigentlich recht. Tut mir leid, habe ich nicht drüber nachgedacht.
Tja, wenn du mich nicht hältst, wa? Aber original, du, das sag ich dir. Du, aber jetzt hast ja eh genug hier arbeitet und ich hab dir lang genug beim Arbeiten zugeschaut. Dann können wir ja jetzt mal Feierabend machen, ne? Aber original, weil das tut Not. Ja, also, wenn du meinst. Ja, klar. Oder zumindest eine kleine Pause. Ne, man soll sich nicht überanstrengen, sag ich immer. Ja, also, gut. Ich kann ja nachher noch weiterfegen. Tja, aber dann mit einem vernünftigen, normalen Besen, ne? Mensch, also, was sie dir am Kutter beigebracht haben, das würde ich auch mal gern wissen. Du weißt ganz genau, ich war nicht auf einem Kutter, sondern auf dem Hexeninternat. Ne, sei doch nicht mal so kleinlich. Du musst ja nicht immer jedes Wort auf die Joltwaage legen, ne? So, weißt du was? Du gehst schon mal in eine Bude rein. Okay. Und ich schon mal eben nach Post. Kann ja sein, dass Post gekommen ist. Oh, das lohnt gut aus. Also, das sieht gut aus. Da ist ja ein Brief gekommen. Na, Fanpost für den Dragon, für den tollsten Drochen, weit ab von Hamburg? Nee, nur ein Brief für Walpurgia. Aber von ihrem alten Direx, vom Direktor vom Hexeninternat. Komisch. Walpurgia! Brauchst nicht so zu schreien, du weißt doch, wo ich bin. Tja, du, nur mal hier. Was ist denn? Tja, original. Ja, was denn? Tja, ein Brief, du, von deinem alten Direktor vom Hexeninternat. Was? Wieso das denn? Tja, das weiß ich nicht, aber vielleicht ist es ja wegen dem 30. April. 30. April? Ja, sicher das. Du weißt doch wohl, was am 30. April ist, oder? Moment, Na klar, Mittwoch. Oh nee, das meine ich doch nicht. Also, was ist am 30. April? Du als Hexe müsstest das wissen. Mal überlegen. Weiß ich nicht. Was? Dein Ernst jetzt? Wirklich? Ja, was soll denn da sein? Du... In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, da ist Walpurgisnacht. Und das heißt? Ja, eine Hexenparty auf dem Brocken. Besser gesagt, auf der Spitze vom Brocken, auf dem Blocksberg. Was? Eine Hexenparty? Joe, und du bist bestimmt der Ehrengast, weil du Walpurgia heißt. Was? Walpurgia hat einen Brief vom Direktor vom Hexeninternat bekommen? Da muss ich mal lauschen. Tja, ich hab jetzt mal deinen Wisch aufgemacht, ne? Und lese dir mal vor. Liebe Walpurgia, lieber Dragon, wie auch im letzten Jahr ist diesmal wieder Walpurgisnacht. Diesmal möchte ich dich als meinen Ehrengast haben, liebe Walpurgia, und bitte auch deshalb um rechtmäßiges Erscheinen und um etwas mehr an Pünktlichkeit. Was soll das denn heißen? Also, das verstehe ich nicht ganz. Tja, da du eher mit mir da sein sollst als alle anderen Hexen. Hier wegen Vorbereitungen und Aufbauen und Verzieren und so. Ach, so ist das gemeint. Mensch, dann darf ich ja bei der Partygestaltung dieses Jahr also mitwirken? Tja, aber original, du. Na, das tut mal Not, wa? Hehehe. Ist ja voll toll. Aha, so ist das also. Sie wird eingeladen und ich nicht. Na wartet, das werdet ihr mir noch büßen. Ich habe auch schon eine Idee. Ja. Tja, du, aber ich habe doch mal eine Frage. Was denn? Du, wie sollen wir denn da hinfliegen? Also auf deinem Besen, da kriegst du mich nicht drauf, ne? So bescheiden, wie du fliegst. Da hast du noch nicht genug geübt. Ja, dann nehmen wir Flugsalbe wie letztes Jahr. Wort?
Sag bloß, du hast da noch ein bisschen von übrig. Ich hab gedacht, du hättest da alles von aufgebraucht. Nein, ein bisschen habe ich noch, das kann ich dir gleich zeigen. Du aber auf dem Rückweg dann, ne, von der Walpurgisnachtfeier, da benutzen wir dann meinen Besen, ja? Hm. Na gut, beim Klabautermann, wenn es unbedingt sein muss. So, dann schau mal hierher. Da ist nämlich die Flugsalbe. Ach da, Joe, stimmt, aber original. Und mit der ollen Dreckspompe musst du mich wieder zukleustern? Ja, anders geht das doch nicht. Sonst wäre ich dir doch viel zu schwer. Joe, mal ein guter Grund, um abzunehmen, war Walpurgia? Naja, jetzt werd aber nicht frech. So, jetzt bereiten wir alles vor und morgen geht's los. Eine Nacht, noch bevor die anderen Hexen hier auf dem Brocken erscheinen, bin ich jetzt schon da. Wunderbar. Und dort schaut unser aller Heiligtum, die magische Hexenkugel. In ihr schlummert alle Energie, die wir Hexen weltweit besitzen. Aber dennoch wäre sie nichts und nutzlos, sollte das uralte Hexenbuch der heiligen Walpurgia plötzlich verschwinden. Nicht auszudenken, wie schrecklich das für die anderen Hexen wäre. Sie könnten dann nämlich keine Walpurgisnacht feiern. Und sie würden auch allmählich ihre Hexkraft verlieren. Jetzt wird es schon langsam Tag. Dann muss ich mich beeilen. Hier ist das Hexenbuch. So, das schnapp ich mir jetzt. Und dann muss ich ganz schnell von hier verschwinden. Hoffentlich hat mich noch keiner gesehen. Aber ich glaube, ich habe Glück. Na dann, ab durch die Mitte. Mit der Schnitte. Joe, du. Tu mein Tau. Ich will nicht zu spät kommen wegen dir. Ja, ist ja schon okay. Joe, na dann, also eingeschmiert hast du mich ja mit der ollen Dreckspampe, was sich Flugsalbe nennt. Genau. Eingeschmiert bis hinter die Ohren. Auch wenn du keine Ohren hast. Ganz genau. Tja, dann spring mal auf. Hey, was bitte? Du sollst gefälligst auf meinen Rücken kommen. Damit wir losfliegen können. Tja, nu. Ja, ist ja gut. So. So. Na. Also Drachenkomfort habe ich mir anders vorgestellt. Tja, du, ich mir dein Gewicht aber auch. Na dann mal los, du mein Tau. Gut festhalten. Na, was sagst du jetzt zu dieser tollen Aussicht? Da bist du beeindruckt, wa? Über beide Ohren, oder? Ja, also ich muss schon zugeben, es ist toll, mal wieder so hoch oben in der Luft zu fliegen. Tja, und da drüben, da erahne ich auch schon den Blocksberg. Was? Mensch, da fliegst du aber schnell. Tja. Was halt Not tut, wa? So, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Bitte stellen Sie das Rauchen und das Fluchen ein. Wir landen. Was, jetzt schon? Tja, sie scheppert doch. Jubi! Aua! Walpurgia, geh mal hier von meinen Knochen runter. Aua.
Mensch, ich weiß gar nicht, was du hast. Wir sind doch weich gelandet. Ja, du ja. Auf mich. Mensch, da. So, aber jetzt sind wir auf der Spitze des Brocken, auf dem Blocksberg. Und dein alter Direx, der müsste hier auch noch irgendwo sein. Du aber weißt, was mich wundern tut. Nee, was denn? Ja, schau doch mal. Merkst du was? Fehlt denn hier nicht irgendwas? Mal überlegen. Was soll denn hier fehlen? Abgesehen vom Hexenbuch der heiligen Walpurgia, meiner Namenspatronin. Tja, genau das meine ich doch. Ach so. Ja, stimmt. Das ist nicht da. Tja, aber das ist doch nicht original. Nee, du, das tut nicht not, du. Normalerweise ist das doch hier jedes Jahr. Direkt hier neben der Hexenkugel. Ja, also da gebe ich dir recht. Dann muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich ja was. Ah, da ist ja auch schon der alte Direx. Hallihallo. Oh, Walpurgia. Na, hallihallo. Mensch, du siehst aber gut aus. Geht's dir gut? Ja, mein Kind? Ja, vielen lieben Dank. Ganz gut. Das ist schön. Tja, du, mir geht's nicht so gut. Wir haben ein Problem. Letzte Nacht wurde uns das große Hexenbuch der heiligen Walpurgia gestohlen. Und wir wissen noch nicht, wer dafür verantwortlich war. Und ohne das Buch kann weder die Hexenfeier stattfinden, noch sonst irgendwas. Wir können nicht mehr vernünftig hexen. Und je länger das Buch verschollen bleibt, umso mehr verlieren wir unsere Hexkraft. Aber gut, dass Dragon und du jetzt schon mal da seid. Ihr könnt mir ja beim Suchen helfen. Vielleicht haben wir ja Glück und der Dieb ist mit dem Buch noch hier irgendwo auf dem Brocken. Das hoffe ich zumindest. Ja, kein Problem. Wir sind ja gekommen, um zu helfen. Ja, wunderbar. Na dann, viel Glück. Dragon? Ja, ich bin schon da. Was ist denn los? Du wirktest jetzt gerade mit dem Direx ein bisschen verzweifelt, so vom Gesichtsausdruck und so. Nun, du hattest recht. Das Hexenbuch der heiligen Walpurgia wurde tatsächlich gestohlen. Und mein Direktor hat mich gebeten, dass wir danach suchen. Ja, toll, du. Kaum sind wir im Urlaub, schon müssen wir wieder mal suchen. Schon müssen wir wieder arbeiten, du. Aber na gut,